Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Stille beten wir um den Segen von Gottes Wort. Vater im Himmel, wir bitten dich, lass uns dir in deiner Barmherzigkeit begegnen. Lass uns dich verstehen, dass unser Herz zu dir findet. Amen. Liebe Gemeinde, eine Frau hat alles ganz wundervoll vorbereitet. Sie ist schon extra früh von der Arbeit nach Hause gekommen, hat unterwegs noch Besorgungen gemacht, dann hat sie gekocht und alles vorbereitet, sodass es bereit war. Der Abend sollte schließlich ein Fest werden zum Hochzeitstag. Da klingelt ihr Telefon. Der Mann ist ganz offensichtlich noch nicht auf dem Weg nach Haus. Du Schatz, sagt er, ganz eilig und voller Begeisterung, der Chef hat die ganze Abteilung spontan eingeladen. Wir feiern den großen Abschluss von letzter Woche. Am besten wartest du gar nicht auf mich. Ich hab dich lieb und tschüss. Und er legt ein, bevor sie irgendetwas sagen kann. Schweigend sitzt sie da. Ja, das Geld, das können sie schon gebrauchen. Aber sie brauchen auch noch anderes. Dankbarkeit füreinander und Wertschätzung. Und sie wollen ja nicht immer nur funktionieren für das, was man im Leben so an Habseligkeiten einsammelt und braucht. Sie wollen gemeinsam ja miteinander ihr Leben führen. Wie geht die Geschichte wohl weiter? Wie denkt ihr euch das? Steht er am nächsten Morgen am Frühstückstisch und sieht noch den Schmuck des vergangenen Abends, was er verpasst hat? Die Frau wird spüren, dass Barmherzigkeit schmerzhaft ist, wenn man gut miteinander umgeht, trotz der Fehler des anderen. Wird es Entschuldigungen geben und Vergebung, oder ist das nur einer von noch weiteren ähnlichen Dingen? Eskaliert die Geschichte, bis es nicht mehr geht? Ich habe euch diese Geschichte erzählt, weil die Geschichte in der Bibel, die wir heute als Predigtext haben, auch so eine Geschichte ist, in der die Dinge eskalieren. Man könnte sie eigentlich ein bisschen so ansehen wie so einen dieser modernen Filme, in dem etwas gut anfängt und dann plötzlich gehen die Dinge in die falsche Richtung und dann fließt Blut ohne Ende. Bis am Schluss alle weg sind und nur einer übrig bleibt. Jesus erzählt diese eskalierende Geschichte. Er erzählt sie nicht für das Blut, sondern für das, was eigentlich das Thema dieses Sonntags ist, für die Barmherzigkeit Gottes. Und er erzählt sie, weil die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten ihn gefragt haben, wer ihm denn überhaupt die Berechtigung gegeben habe, fragen sie ihn, die Dinge zu tun, die er tut und die er getan hat. Und Jesus antwortet nicht direkt, weil er vermuten muss, dass sie seine Worte gegen ihn verwenden wollen. Aber dann erzählt er zwei Gleichnisse in einem. Ich werde erst den ersten Teil, das erste Gleichnis, und am Schluss noch kurz den zweiten Teil vorlesen. Er sagt darin ganz klar, wer ihn beauftragt und wozu er gekommen ist. Ganz deutlich. Man kann es hören, wenn man damals ein Schriftgelehrter war, die Geschichten gekannt hat der Bibel, dann war es klar vor Augen. Also ich lese uns zunächst einmal aus einer moderneren Übersetzung das Buch Markus 12, 1 bis 12, der verpachtete Weingarten. Danach, eben nach diesem Gespräch, machte Jesus wieder durch Beispielgeschichten deutlich, was er sagen wollte. Er sagte, ein Mann legte einen Weingarten an, er baute außenherum eine Mauer, haute eine Weinkelter aus dem Felsboden und errichtete einen Beobachtungsturm. Dann verpachtete er den Weingarten an einige Bauern und reiste fort. Zum richtigen Zeitpunkt schickte er einen seiner Diener zu diesen Bauern, um von ihnen einen Teil der Früchte des Weingartens abzuholen. Da packten sie ihn
den Diener, schlugen ihn zusammen und schickten ihn ohne alles wieder fort. Da schickte der Besitzer des Weingartens einen anderen Diener zu ihnen. Den schlugen sie auf den Kopf und beschimpften ihn. Er schickte noch einen Diener zu ihnen, den brachten sie um. Genauso machten sie es mit vielen anderen. Die einen schlugen sie zusammen, die anderen brachten sie um. Der Mann, der den Weingarten angelegt hatte, hatte noch einen Sohn, seinen einzigen, den er sehr lieb hatte. Den schickte er am Ende auch zu ihnen, weil er sich dachte, meinem Sohn werden sie mit Respekt behandeln. Doch die Bauern sagten zueinander, das ist der Erbe. Los, lasst uns ihn umbringen. Dann wird uns sein Erbe endgültig gehören. So packten sie ihn, brachten ihn um und warfen seinen toten Körper dann aus dem Weingarten hinaus. Was wird der Besitzer des Weingartens jetzt tun? Er wird kommen und die Bauern umbringen und den Weingarten anderen anvertrauen. Das waren sehr deutliche Worte. Ich lese den Schlussvers unseres Abschnittes noch, damit Sie den dazu haben. Direkt nach diesen Worten wollten Sie Jesus in Ihre Gewalt bekommen. Denn Sie hatten verstanden, dass er mit dieser Beispielerzählung etwas über Sie aussagen wollte. Doch Sie hatten Angst vor der Volksmenge. So ließen Sie ihn stehen und gingen fort. Ich habe es Ihnen ja angekündigt. Eine Geschichte, in der es zwei Stränge gibt. Die eine Eskalation der Gewalt. Bis dahin, dass am Ende der Herr des Weinbergs kommt und alle umbringt, die in diesem Weingarten bisher gearbeitet haben, um ihn neuen Leuten zu geben. Und wir haben da eine vage Vermutung, was da wieder passiert, wenn man dieser Folge, dieser Geschichte der Eskalation folgt, dann kann das also wieder beim Anfang anfangen. Und dann gibt es noch eine andere Seite. Und deswegen erzählt sie Jesus. Nicht um den Leuten dort das Leben schwer zu machen, sondern es ist die Geschichte einer schmerzhaften Barmherzigkeit. Einer schmerzhaften Barmherzigkeit auf der Seite dessen, der den Weinberg verpachtet. Immer und immer neu versucht er es und sendet seine Beauftragten. Die Gewalt, mit der sie empfangen werden, sie wächst. Und sie bleibt konstant. Sie werden geschlagen, verwundet und getötet. Aber sie bekommen nicht, was ihnen zusteht, was recht ist. Obwohl, und da schauen wir schon ganz genau hin, der Vertrag eine ganz gute Vereinbarung ist. Eine, mit der beide Seiten leben können. Jesus erzählt ja immer wieder auch Geschichten von so Gutsbesitzern. Das haben die Leute damals gekannt. Und da waren sicher bei weitem nicht alle auch gute Menschen, fürsorglich und freundlich, sondern so mancher hat die Menschen sicher auch ausgenutzt. Aber Jesus erzählt von Gutsverwaltern, die den Menschen, die bei ihnen arbeiten, entgegenkommen, ihnen das Leben ermöglichen. Und so ist es auch hier. In dieser Vereinbarung, das hören wir so am Rande, wird ausgemacht, dass die Pächter einen Teil der Ernte abgeben müssen. Ich weiß noch nicht, wie groß der Teil war, aber man hätte auch andere Verträge machen können, dass sie konstant eine bestimmte Summe zu bezahlen haben, egal wie die Ernte ausfällt. Das war durchaus auch üblich damals. Sie merken schon, darin klingt etwas wieder von einem guten Umgang, von einem guten Beispiel. Nun ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat, eine Geschichte, die an einer anderen Geschichte andockt, sozusagen. Eine andere Geschichte weiterschreibt. Wir haben diese Geschichte heute schon gehört im Gottesdienst aus dem Jesaja-Buch. Er nimmt sozusagen diese Geschichte und seine Geschichte beginnt genau gleich.
Und jetzt ahnt ihr schon, aus dem Jesaja-Buch wussten die Schriftgelehrten, hier ist von Gott die Rede und von seinem Volk. Und wenn Jesus diese Geschichte wiederholt, dann ist auch wieder von Gott die Rede und der Weinberg ist sein Volk. Und die Pächter des Weinbergs, das waren die, die Jesus gefragt hatten, die miteinander beraten haben, schon längst beraten haben, wie sie ihn beseitigen können. Deshalb haben sie eigentlich nur gehört, dass er sie anspricht, dass er sie meint. Es war also ganz klar, was Jesus ausdrückt. Und wenn der diesen Weinberg anlegt, Gott ist, dann ist notwendigerweise Jesus, der diese Geschichte erzählt, der Sohn in dieser Geschichte. Auch das wird klar. Ich möchte aber noch einmal von dieser Anfangsgeschichte, die ich euch erzählt habe, bewusst so erzählt habe, wie ich sie erzählt habe, mein Gleichnis für euch, eure Augen dafür öffnen, was dieser, der da für Gott steht, was darin steckt eigentlich, steckt, dass nicht Gott gekommen ist, um Geld aus denen rauszuholen oder Güter, sondern da müssen wir wieder zurückschauen zu Jesaja. Gott erwartet etwas anderes, dass aus der Beziehung zu ihm Früchte wachsen in diesem Weinberg. Gute Früchte, Gerechtigkeit und Recht. Und nicht Macht und Gier. Nicht gegeneinander mit Ellenbogen, sondern miteinander und füreinander sollen sie da sein. Und nicht nur unter den Menschen sollen sie miteinander sein, sondern Gott will ihr Gott sein. Er gehört zu diesem Miteinander dazu. Auch er will das Recht haben, was ihm zusteht, die Anerkennung und den Dank, dass er ihnen alles gibt, alles vorbereitet hat. Sie leben durch ihn. Er gehört zu dieser Gemeinschaft. Wertschätzung und Anerkennung, Dankbarkeit, miteinander und füreinander. Das ist es, was Gott sucht. Und wenn wir das ein bisschen weitergehen in dieser Geschichte und uns anschauen, wie dieser Sohn, den Gott geschickt hat, wie der jetzt auftritt mit dem Volk, dann werdet ihr sehen, bei all dem, was ihr von ihm lest, genau so hat er gelebt. Dass Menschen, die ausgeschlossen waren, wieder dazugehört haben, dass sie wussten, ja, es ist auch mein Gott. Und dass sie vor Gott erkannt haben, was schiefgelaufen ist in ihrem Leben, aber dass sie das nicht dauernd bedauern mussten und dafür geschlagen und gebrandmarkt waren, sondern dass sie wieder neu anfangen konnten, weil ihnen vergeben worden ist. So hat dieser Jesus gelebt unter ihnen. Er hat ihnen das gezeigt, wie es gehen soll, dass sie sich daran freuen können und danach leben können. Es geht nicht darum, das Maximale aus dem Volk herauszuholen, damit Gott irgendwo schöne Feste feiern kann. Das ist ja zeitweise in vielen Religionen so die Hauptsache der Religion gewesen. Quasi ein Gott, der praktisch den Dienst der Menschen braucht, damit es ihm gut geht. Davon ist nie die Rede hier. Das sprengt auch dieses Gleichnis, ich weiß. Und doch, man muss das dazu wissen, um diese Geschichte wirklich zu verstehen. Also, Jesus gibt den Führern des Volkes eine klare Antwort. Der einzige Sohn, den er sehr lieb hat, das ist Jesus. Den sendet Gott zu ihnen, damit alles wieder in Ordnung kommt. Das ist die größtmögliche Geste des Vertrauens und der Barmherzigkeit. Und das, obwohl sich schon abzeichnet, was wirklich geschehen wird. Es müsste nicht geschehen, dass sie ihn umbringen, auf schändliche Weise beleidigen, verletzen, misshandeln und töten. Der Vater im Himmel hat diesen Jesus beauftragt, für Frieden zu sorgen, nicht mit Waffen und Gewalt, sondern mit noch größerer Barmherzigkeit, mit noch größerem Vertrauen. Das ist das letzte und das endgültige Angebot Gottes an die Menschen.
Leider haben sie es nicht angenommen. Am liebsten, ich habe es euch ja vorgelesen, hätten sie ihn gleich verhaftet und die Sache endgültig erledigt. Aber dazu braucht es noch einen bösen Plan. Liebe Gemeinde, für uns steht in dieser Geschichte auch eine Frage ganz offen, in der wir mittendrin leben, die uns nie verlässt. Wir sagen, ja, kann sich die Barmherzigkeit denn jemals gegen die Gewalt durchsetzen? Wird nicht immer die Gewalt über der Barmherzigkeit stehen? Muss nicht die Gewalt mithelfen, dass die Barmherzigkeit wieder Raum hat? In der Geschichte von Gott, der seinen Sohn schickt, ist es ganz klar, die Gewalt, dass Gott Gewalt ausübt gegen die Menschen durch Jesus, das findet nicht statt. Die Gewalt hat da keinen Raum. Und das ist das klare Erkennungsmerkmal dieses letzten und endgültigen Angebotes Gottes. Und wir fragen uns ja, wie kann aber das Unrecht beseitigt werden? Wie kann das, was Schuld und Sünde ausmachen, aus unserem Leben verschwinden? Ihr könntet sagen, ja, Jesus hat doch in seiner Geschichte auch erzählt, also der Gutsherr, der kommt und dann würde sie töten, die bösen Weingärtner, und dann kriegen sie neue. Aber das ist nicht das letzte und endgültige Angebot unseres Gottes, dass er von Zeit zu Zeit kommt und durchgreift und aufräumt. Vielleicht tut er das ja. Und bestimmt ließe sich das auch nachweisen, historisch, zu dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Aber darauf kommt es nicht an, denn das ist nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt kommt jetzt. Ich habe ihn mir aufgespart bis hierher. Ich habe ja gesagt. Und es ist auffällig, dass Jesus zwei Gleichnisse in einer Geschichte erzählt. Und er sagt, wisst ihr nicht, was in Gottes Buch geschrieben steht? Der Stein, den die fortgeworfen haben, die für den Hausbau verantwortlich sind, der ist dann doch zum entscheidenden Abschlussstein geworden. Das hat Gott so geschehen lassen und wir können darüber nur staunen. Ich sage es mal in Lutherdeutsch, da ist es euch vielleicht geläufiger, aber verständlicher ist bestimmt das gerade gewesen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das, liebe Gemeinde, ist das endgültige, letzte Angebot Gottes an uns. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der wird nicht verworfen bleiben, sondern seine Gnade und Barmherzigkeit, an der wird sich alles festmachen. An der wird sich alles ausrichten. Das ist Gottes Wille mit seinem Volk und über sein Volk hinaus für alle Menschen. Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht mit diesem Wunder vor aller Augen gerechnet hätte? Er hätte selbst nur resignieren können. Aber er vertraut, dass Gott zu diesem Wort stehen wird, dass es wahr wird, auch wenn er sterben muss. Und so ist es geschehen. Gott hat diesen Jesus, den wir Menschen verworfen haben, auferweckt. Damit hat er seine Gnade noch viel größer gemacht als alle unsere Sünde. Und darum geht es, liebe Gemeinde, dass die Gnade größer ist als alle Schuld. Das misst sich von diesem Eckstein Jesus aus. Seine Liebe ist stärker als alles Unrecht. Paulus schreibt, wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade noch viel größer geworden. Die Sünde kann nicht mehr größer werden als die Gnade. Darum, wenn wir Gott untreu geworden sind, wir können zurückkommen zu ihm. Er verwirft uns nicht, weil er uns in diesem Jesus sieht und rettet. Das ist Gottes endgültiges Angebot. Wo die Sünde groß geworden ist, da ist die Gnade noch größer geworden. Nicht die Gewalt siegt am Ende, sondern seine Gnade. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.